Blablabla, was Gott genau wieder weiß, Mann. Hallo! Nexus steckt immer noch in seinem Käfig mit den ganzen Dodos. Huldigt den Dodos. Heute werden wir Sachen zähmen, weil wir Bock haben. Ja! Ja! Ciao! Nehmen. Guck mal, wie sieht die eigentlich aus? Ja, der hat noch genug. Alles gut. Jetzt will er nichts mehr fressen. Auf Leben. Hier ist Anne Frank, by the way. Wo ist eigentlich der Uterus? Der Uteranus steht bei dem Allosaurus hinten, dem Rex. Ah. Oh. Huhn, ich will dich mal kurz hochskillen. Guck mal, ich habe einfach die Babos aus den. Die Babos aus dem ganzen. Aus dem ganzen Dino-Ding habe ich einfach oben auf den Berg gestellt. Einfach die Carrier sind da oben. Putin, bester Mann. Was willst du machen, ne? Oh, ich geh mal gerade meine Code Safe Chest. Ich glaube, auf die kannst du echt nicht zugreifen. Ich habe hier ein bisschen Code drin. Ne? Ja, meinst du auf die? Lol. Das ist doch ein Code, wo du kannst darauf zugreifen. Ja, weil wir noch im Stamm sind, Vollidiot. Das Ding ist, der Code ist sogar einfach. Wenn man, ich hätte euch einfach nur gesagt, so von wegen so, yo. Also der PIN-Code ist einfach nur mein Favorite-Klon aus ganz Star Wars The Clone Wars. Also die Nummer von dem. Mein Name ist Fives. CT5555, Sir. Ich glaube, der Giga ist wirklich ziemlich krass hier drin, ne? Da kann ich nicht mal hochklettern. Deine Anne Frank steht eh da unten. Nee, ich meine, hier Knüppel ist voll im Weg. Also voll im Tower drin. Knüppel weg, tu ihn ins Wasser. Ich bin aufs Haus gesprungen. Geht ja jetzt schon aus 10 Meter Schaden, Pussy. So Blitz, jetzt bist du bei 1000 Angriff, jetzt wirst du nur noch auf Geschwindigkeit geskillt, dass du einfach über die halbe Map fliegst beim nächsten Mal angreifen. Bumskopf und Zera, was ist mit euch? Habt ihr auch ein Level? Oh, 7 sogar, chillig. Hast du eigentlich allen auch was zu essen gegeben, auch Schrimp? Ja, Schrimp hat Fleisch. Aber wir müssen eh Fleisch farmen, wir haben echt nichts mehr. Also wir haben wirklich fast gefühlt gar kein Fleisch mehr, wir müssen echt Fleisch besorgen. Ja, RIP für mich, würde ich sagen. Oder auch nicht. Anne Frank, hallo, ist jemand da? Ah, hallo. Ah, Anne Frank hat ein Ei gelegt. Essen. Helene Fischer. Ich wollte sie eigentlich Helene Fischer 2 nennen, aber der Name war zu lang. Schade. Guck mal, unsere beiden Dinosaurier, die wir zum Bären und Holz farmen brauchen, stehen jetzt einfach mitten da im Wald. Ich habe auch, by the way, für Pflanzenfresser eine Menge Beeren dabei. Aber Fleisch habe ich halt gar nichts. Boah, gleich läuft der erste Betäubungsfall ab, Digga. In 5 Minuten. Chillig. Ich bin gespannt, was dann daraus wird. Ui. Ha. Nee, lass doch wieder da lang in den Wald rutschen. Da wo wir eben auch, wo wir gestern auch waren für die ganzen Viecher. In die Richtung, jetzt finden wir doch einen Sarko. Ja, wir brauchen einen männlichen. Stimmt, wir haben einen weiblichen. Langhals müssen wir zähmen, unbedingt. Oh ja, oder dieses eine mit dem, also wirklich richtig gigantische.
Der Titanosaurus, da kannst du lange für warten. Ich habe 285. Das wird nicht funktionieren. Das wird definitiv nicht reichen. Doch, aber das wird nicht reichen. Hans, gehst du für Knüppel? Alles klar, willst du 3 Stunden lang auf das Vieh einschlagen? Ja. Ach du Scheiße. Du hast genauso auch erzählt wie bei Ding. Beim Giga. Ja, ja. Weil das eigentlich so ist. Beim Giga haben wir auch 30 Minuten draufgehauen, bis der gezählt hat. Ja, nur 30 Minuten. Ja, normal zählt man das Ding in 10 Minuten, wenn man die richtigen Sachen dabei hat. Alter, da ist ein komplett grüner Triceratops WTF. Ja, hier werden wir definitiv einen Sarko finden. Nein. Ich habe keinen Bock hier im Sumpf irgendwelche Viecher zu holen, weil das ist echt ätzend. Guck dir das vorne das Vieh an, was ist das? Hä? Da vorne dieses Langhalsvieh, was ist das? Will ich nicht, ist hässlich. Rechts. Ja, ja. Ja, die Server, der Server ruckelt gerade ein bisschen. Bestimmt, weil die Chunks generiert werden. Alter, hier stecken einfach Tiere eben Dings fest. Ha, ihr Opfer! Ihr dummen Opfer, ihr steckt da drinnen fest. Vielleicht steckst du im Boden, ne? Imagine, kann man wirklich damit unter die Map? Das wäre wild. Man kann safe damit unter die Map fallen, ich sag's so, wie es ist. Jetzt ein Rex wäre jetzt super. Ja, oder ein Spino. Oder ein Giga. Brauchen, glaube ich, einen weiblichen Rex, gell? Mhm. Wir haben 2 männliche. Leider sind die Dinger nicht schwul, das heißt, die können sich nicht paaren. Als ob die schwul sein können, das sind Tiere. Und wir Menschen, ja, machen unsere eigene Ideologie. Das ist wirklich ein Mann, der hat seinen eigenen Sperma, sag ich mal, einfach in Eis gemacht, ne? Also unter Eis gesetzt und dann halt einfach, sag ich mal, sich zur Frau operieren lassen und sich das nochmal reinmachen. What? Also an sich, sag ich mal... Er hat sich selber geschwängert. Ja. Hä? Ey, Inzest auf einem anderen Level. Alles bleibt in der Familie. Man findet irgendwie nichts mehr. Weißt du, wenn man es finden will, oh, da ist was, ein Vieh. Da ist ein Tier. Bleib mal stehen. Das ist ein Rex? Nee, das ist was? Das ist, glaube ich, ein Rex. Ja, das ist ein Rex. Jetzt mal kurz, ich habe hier abladen, damit ich wieder Ausdauer holen kann. Nett. Das muss ich direkt ohne irgendwas scheißen. Ich sag's gerade und anfang's erstmal am Kacken. Oh, der ist gleich tot. Von den ganzen Vögeln. Oh, 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 oh shit, oh shit. Nein! Die Vögel haben ihn umgebracht. Mach dich fertig. Rache! Rache ist Blutwurst. Wie die wirklich wieder. Das Ding ist Allosaurier, wenn man mehrere Allosaurier hat, dann kriegen die einen Herdenbonus, ne? Die werden dann stärker. Also willst du Gangbang für Allosaurier oder was? Nee, lass mal. Wir wissen so, beide, mit wie dem Scheiß. Wir wissen doch, wie beschissen Erdogan ist. Ja, Mann. Nicht in der Familie. Oh, ja, guck, da unten. Guck, dieses Langhalsvieh, guck.
Willst du das haben? Lassen wir vielleicht fürs Erste, okay? So viele Tiere, die ich eigentlich mitnehmen würde, ne? Ja, Mann. Paar Junge, da fliegt was komplett Pinkes, siehst du das? Junge, gönn dir, das Vieh ist komplett pink! Ich mag's nicht, wie das Tier hier bei mir chillt, Freddy, ne? Das ist ein Gallimimus. Der ist. Weiß. Digga, weiß, der ist friendly, aber. Das Vieh ist komplett pink! WTF! Kann man das tamen? Ja, warte. Hast du in den Boden geschossen? Da bin ich mal, Ding musst du nachladen erstmal. Ja, lass es landen. Dann hast du auch ein Haustier. Pinkie Pie. Liegt der schon? Da liegt schon. Aua. Aua. Oh. Ich mach dich fertig, Junge. Aber mein Leben. Hast du das Essen eigentlich schon da reingemacht? Nee, ich hab kein Fleisch. Deswegen sage ich ja, wir müssen mal Fleisch farmen. Oh. Instant getamed. Pinkie Pie. Ich nenne ihn einfach nur Pinkie. Das mag ich. Die Leute hat unangebrachte Inhalte, was? Aber ich würde dir raten, den dann auf die Schulter zu nehmen, weil das Vieh ist extrem langsam. Wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir den. Los, Power Ranger! Pinker Ranger. Erfolgreiche Mission, würde ich sagen. Einfach ein pinkes Teil. Ich habe eine andere Idee. Wir müssen jetzt erstmal zurückgehen und dann dort Ding. Wenn wir hier auf dem Weg was noch finden. Aber als erstes ein bisschen Fleisch fahren mit Vladimir Putin. Mit Katrin irgendwo hin. Mit dem Vogelfleisch fahren. Ja, wer will bitte schon Vogelfleisch? Dann Putin nimm doch direkt den Juteranus anstatt Vladimir Putin. Dann können wir den Juteranus leveln. Dann geh du auf Nidoranus, würde ich sagen, oder? Ja. Soll ich einen Raptoren abstellen? Nee, Spaß im. Alter, guck dir diesen Langhals an. Der ist komplett gelb, ne? Ja, Mann. What the fuck? Manche Farben sind echt ziemlich komisch. Nicht zu nah am Boden, Junge. Du dummes Mistvieh, du hast mir Fleisch geklaut. Mein gekochter Fisch, was soll das? Ein Rindvieh. Verreck. Ey! Bitch! Komm mal her, Junge. Aber du sollst die Tiere dann bitte nicht verschrecken, okay? Mit dem. Ich glaube, wir sollten sie nicht verschrecken, sondern eher eigentlich alles umbringen.
Wirft irgendwelche Pakete runter. Hallo, Umwelt. Kannst du mich hören? Wir wollen dich sehr gerne verschmutzen. Scheiße, Alter. Oh Mann. Spieler, 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 komm her. Wie wär's, wenn wir dich erstmal Dragon Ball Xenoverse 2 so komplett hochpushen? Wie wär's damit? Dann könntest du Nexus zerstören. Wäre doch, glaube ich, ein Plan, oder? Guck mal, das guckt dir das Riesenvieh an. Ey, das nehmen wir mit. Los. Bam. Bam, Junge. So, deine Flügel blockieren. Bam. Es ist schnell genug, um uns einzuholen. Bam! Voll in die Fresse! Bam, Junge! Die tankt wie Scheiße! Bam! Bam! Fall um jetzt! Oh Gott! Bam, Junge! Voll in die Fresse! In die Fresse! Wie viele braucht der denn, bitteschön? Ich habe erst 10 da reingeschossen. 11. Pflanzenfresser, oder? Ja, ich habe Beeren, alles gut. Weiblicher Brontosaurus. Ja, der... Digga, ist ja gigantisch, ne? Also ich meine, damit können wir definitiv nach Hause gehen. Ich will den haben, bitte. Dann krieg ich die männlichen doch noch, okay? Die können wir noch einen holen. Das ist mir egal, ob der weiblich ist oder nicht, da ist jetzt Littlefoot. Lass noch mal nach einer Frau suchen, am besten auch im Internet. Frau. Wie können wir den denn? Warte kurz. Was mit dir, komischer Tech-Parasaurus? Willst du sterben oder was? Ja, ich hab voll den guten Namen. Kathrine, die große russische Kaiserin. Scheiße, komm schon, das wäre doch ein guter Name. Geh dahin, Junge, du weißt, wie das geschrieben wird. Was ist mit dir, komisches? Ja, okay. Das mit Elisabeth nicht Spaß. Also, der braucht schon ziemlich lange, aber trotzdem, er ist wirklich lange bewusstlos, ey. Wie viel hat der überhaupt? 2000 Benommenheit. Wollen wir ein paar Slimbeeren geben? Fast genauso viel wie der Junge. Ey, ich muss mich noch an Muten Roshi erinnern, wo er einfach diese Beere gefressen hat und umgekehrt ist. Weil ich ihm die reingedrückt habe. Ich habe ihm irgendwie 100 Beeren reingedrückt, dann ist er umgefallen und ist trotzdem hinter mir hergelaufen, obwohl er am Boden lag. Ja, Mann. Einfach alles hier nach russischen Teilen benennen. Wollen wir den hier noch auch noch mitnehmen vielleicht? Den Tech Para? Weiß ich nicht. Wir haben doch schon einen Para. Wir haben doch schon einen Para. Der ist instant runtergefallen, ey. Das ist wirklich nach einem Schuss, ne? Boah, Alter, ist das hochgegangen, ne? Geh mal ein bisschen weiter weg, kann ich dir den Namen geben. Oder willst du den Para einen Namen geben? Nee, eigentlich wollte ich den Para gar nicht haben. Mein, wir könnten. Ich hab ja schon Versuch Nummer 4. Ich hab grad hingeschissen, oder war es gerade mein Vogel?
egal, dann hast du auch was zum Beeren pflücken. Okay, wie dann will den Paar? Ich habe eine Idee. Queen. Liegt. Queen Victoria. So. Das war doch eine tolle kleine Mini-Reise, die wir gemacht haben, kurz, ne? Also ich meine, dieser tolle Brontosaurus, ne? Mondorex. Der war, glaube ich, sogar weiblich. Ach, fuck's sake. Nee, Digga, lass mich in Ruhe. Wie Gewicht kann er eigentlich überhaupt mitschleppen? 1600, ja moin, Digga. Erstmal vollstopfen. Einfach einen Rucksack. Backpack, Rucksack, Backpack. Mittelgroßer Kackhaufen, okay. Wieso ist der weg? Töte ihn, wir kriegen Zement. Okay, warte. Also unser Bronto ist gleich. Ja! Alter Schwede. Guck dir meine Sniper an, Junge. Ich werde die Teile jetzt abschlachten. Oh Gott. Scheiße, die Länge hat's überschritten. Wieso ist umgebracht, den Katharina zu nehmen? Ich bin ja mit denen dann sonst. Ah, ich hab den hier. Komm mit, Rosa Luxemburg. So. Muss schauen, dass die auch gut hinterherkommen, ne? Der ist ja arschlangsam, der Brontosaurus. Alter. Da ist ein neuer Leuer Langhals gespawnt gerade an der gleichen Stelle. Digga, das Vieh ist ja mega langsam. Woran hängt das fest? Oder geht's dir gut? Ja, was ist mit dem? Der Entec Parasaurus wird angegriffen von die Wassermenschen. Ich glaube, wir müssen sie aus dem Stein befreien, go. Wenn der Arsch langsam ist, dann weiß ich, was ich will. Ja, jetzt willst du kommen, oder was? Nein, nicht noch einer. Ja! Ja! Der ist weiblich. Der braucht auch Fleisch, oder? Die Beeren. Nee, der braucht keine Beeren. Der braucht Fleisch. Auch krass, oder? Dass dieser Langhals einfach instant schon von Anfang an 2000 Leben hat. Bei unseren anderen Viechern mussten wir das leveln. Ja, okay. 100.000. 100.000 Nahrung hat das Vieh. WTF. Das müssen wir nie wieder füttern. Als ob man das so füttern müsste, gell? Scheiße.
Rosa Luxemburg hat echt genug Essen. Also vor allem, wie viel Gewicht es auch mitschleppen kann, ne? Bei ihr kann ich ja auch mal ein bisschen was ablagern. Lalalala. Ja, wird getamed, Alter. Ich kann dem Ding jetzt voll in den Arsch schießen, dann ist es tot. Da ist ein Vieh, was du töten kannst, da hinten. Wie Peng. Warum rennt es weg? WTF? Ich habe einen Betäubungsfall geschossen. Nein! Scheiße, Alter! Weiblich! Ja, zwei weibliche. Das Vieh braucht wirklich Fleisch? Nee, es braucht scheinbar Beeren. Bulma. Du hast echt so gut wie gar keinen Schaden ausgeteilt bei dem. Ja, weil ich den Kopf nicht getroffen habe. Ich weiß, wie wir das vielleicht nicht. Chichi. Nee, wie hieß die eine, die immer niesen musste und dann immer, sag ich mal, ihre Haare und so verändert hatte, ihre Persönlichkeit? Hatschi. Wer soll ich das wissen? Du bist doch hier der Dragon Ball Crack. Hallo, ich bin kein Kraki. Ich weiß doch nur, dass der Hauptcharakter Goku heißt. Ja, gib mir irgendeinen Namen. Ja, ich weiß noch, guck mal, wie der heißt. Warum? Warum Level 1? Und warum Level 3 holen? Und kommen die alle mit? Ja, die sind zwar absolut alle arschlangsam, außer der Dings, außer der Para, aber. Auch für mich als Waffe zu verwenden. Junge, sind die Mistviecher arsch, lahmisch, lahm, aber schick. Selbst hier die Schildkröten sind schneller als der Brontosaurus. Aber den Bronto juckt es auch nicht, wenn er über Steine läuft. Okay, Ruf es zum Arsch zu kleben, Junge. Der wollte mal schnuppern, ob nach Vogel riecht oder nicht.